Tag. Ich möchte heute zuerst zu drei Punkten Stellung beziehen. Zum einen die außenpolitische Situation, die Gefahr von drohenden Militäreinsätzen. Zum zweiten zum Bundesparteitag der Grünen. Und zum dritten die Diskussion um ein weiteres Hilfspaket oder einen Schuldenschnitt für Griechenland. In Bezug auf die außenpolitische Situation ist unsere Botschaft ganz eindeutig. Wir meinen, es darf keine deutschen Soldatinnen und Soldaten an der türkisch-syrischen Grenze geben. Und die jetzt im Gespräch befindende Stationierung von Patriots mit 170 Bundeswehrsoldaten ist etwas, was absolut inakzeptabel ist. Auch das Verhalten der Bundesregierung, die hier womöglich plant, am Parlament vorbei diesen Einsatz zu organisieren, ist vollkommen inakzeptabel. Und für uns als Linke steht fest, wenn die Bundesregierung diesen Einsatz von Soldaten am Parlament vorbei plant, dann werden wir das mit allen Mitteln versuchen aufzuhalten, zur Not auch mit rechtlichen Mitteln. Es gibt zur Einschätzung keine wirklich kriegerische Bedrohung der Türkei. Insofern gibt es auch keinen Anlass für einen Einsatz und deutsche Soldaten an dieser Grenze könnten ein Teil der kriegerischen Auseinandersetzung werden. Wir als Linke meinen, nur ein Waffenstillstand, ein Stopp von Waffenlieferungen kann die Situation überhaupt beruhigen. Und die Äußerungen von SPD und Grünen in dieser Frage sind höchst irritierend. Es besteht hier die Gefahr, dass es am Ende einen Freifahrtschein zum Töten gibt. Von uns als Linke wird es einen Freifahrtschein zum Töten nicht geben. Und dieser Grundsatz, dass es immer nur eine friedliche Lösung gibt, der Grundsatz, wo die Waffen sprechen, da schweigt die Vernunft, der gilt für uns nicht nur für den Konflikt an der türkisch-syrischen Grenze, sondern der gilt für uns auch, wenn es um andere Auseinandersetzungen im Nahen Osten geht. Die Angriffe auf die Integrität des Staates Israels sind inakzeptabel, genauso wie Angriffe, wo am Ende vor allen Dingen Zivilbevölkerung zu den Opfern gehört. Insofern ist unser Credo hier ganz klar, wir setzen uns ein für eine Waffenruhe, für einen Waffenstillstand. Das ist das einzige Mittel, was erstmal überhaupt zu einer Beruhigung in der Region beitragen kann. Und es muss alles unterbleiben, was an die eine wie an die andere Seite als eine Ermunterung überhaupt gedeutet werden kann. Und können noch einen Punkt festhalten, wenn sich jetzt alle anderen Staaten verständigen würden auf einen sofortigen Waffenlieferstopp in diese Region, das wäre doch ein Signal der Weltgemeinschaft an die verfeindeten Parteien vor Ort zu sagen, hier, was es jetzt braucht, ist ein Schweigen der Waffen und nicht ein Agieren mit Waffen. Soweit zur außenpolitischen Situation. Zum Bundesparteitag der Grünen. Also von einem Linksruck bei den Grünen kann nun wahrlich nicht die Rede sein. Was man festhalten kann, ist, den Grünen ist eine ziemlich perfekte Show gelungen. Aber schauen wir uns mal die Beschlüsse im Einzelnen an. Gorleben. Vor Ort in Niedersachsen wurde ja oft der Eindruck erweckt, dass sich die Grünen sehr dafür engagieren, dass das Endlager definitiv nicht nach Gorleben kommt. Mit dem jetzigen Beschluss ist es nun klar, dass in diesem Fall Niedersachsen von den Grünen verraten und aufgegeben wurde. Und es ist doch bezeichnend, wenn der CDU-Umweltminister diesen Beschluss lobt. Ich denke, das spricht für sich. Hier möchte ich ganz klar sagen, die Linke ist die einzige im Bundestag vertretene Partei, die auf allen politischen Ebenen, von der Kommune bis zur Bundesebene, ganz klar immer gesagt hat, Gorleben muss raus aus dem zu untersuchenden Topf. Zu den Steuerbeschlüssen. Man könnte vielleicht etwas zugespitzt sagen, wenn man vom Abschreiben rot würde, dann hätten die Grünen ein Problem. Also im Bereich der Steuern gibt es einige Ideen, wie der stärkere Besteuerung von Reichtum, wo offensichtlich auch Fehler, die in der Rot-Grün begangen wurden, wieder rückgängig gemacht worden sind. Wo wir uns natürlich freuen, dass Ideen, für die Linke seit langem wirbt, jetzt wieder aufgegriffen werden. Aber im Grunde genommen gibt es da doch vor allen Dingen viel Schein. Das zeigt den Blick auf die Beschlüsse zur Sozialpolitik. Also die Grünen haben sich leider nicht darauf verständigen können, das Hartz-IV-Sanktionssystem abschaffen zu wollen. Sie halten weiter fest an der Rente, erst mit 67. Und insofern kann man eins sagen, sie sind zwar Meisterin der Imagepflege, aber wenn es dann zum Schwur kommt, wenn es um die wirklich wichtigen Entscheidungen geht, wie die Abschaffung der Hartz-IV-Sanktion, dann wird leider doch gekniffen. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass man zwar eine ostdeutsche Spitzenkandidatin hat, die auch offensichtlich mit dem ostdeutschen Image agiert,
und dass dann kein Wort zur Angleichung des Rentenwertes Ostfeld, das ist doch sehr bezeichnend. Ja, zur Außenpolitik, da gibt es ja einen sehr ins Detail gehenden Beschluss zur Kompetenz des UN-Sicherheitsrates. Und was man dort nachlesen kann, das ist schon bemerkenswert. Die Formulierung könnte man wie folgt auf den Punkt bringen: Beschließt das zuständige Gremium nicht den Krieg, den wir für wichtig erachten, dann suchen wir uns eben ein anderes Gremium. Also ich lese diesen Beschluss so, dass sich die Grünen klar vom Primat des Gewaltverzichts verabschiedet haben. Also das Fazit ist, eine perfekte Show, dafür Respekt, Hut ab. Inhaltlich würde ich sagen, ökologisch wankelmütig, sozial eher halbherzig. Und was die generelle strategische Ausrichtung anbelangt, so stehen Teile des Personals für Schwarz-Grün, andere Teile des Personals für Rot-Grün, es ist also noch völlig offen. Man hat nicht ausgeschlossen, dass es zu Schwarz-Grün kommt. Und insofern glaube ich, auch für die Grünen ist es gut, wenn es Druck von links gibt, damit es vorankommt mit dem sozialökologischen Umbau. Zur Situation in Griechenland. Also es wird ja aktuell wieder viel über Griechenland geredet und darüber diskutiert, ob es einen Schuldenschnitt braucht oder ein weiteres Hilfspaket oder womöglich beides gibt. Zu der Frage Schuldenschnitt. Wenn es einen Schuldenschnitt gibt, was nach, wenn man sich die Zahlen anschaut, für Griechenland wahrscheinlich unumgänglich ist, weil es gibt kein Szenario, wonach Griechenland realistisch in der Lage ist, den angelaufenen Schuldenberg abzutragen. Also wenn es zu einem solchen Schuldenschnitt kommt, dann stellt sich ja die Frage, wer muss die Zeche bezahlen? Sind es diejenigen, die die Krise verursacht haben, die Banken? Sind es am Ende die Menschen, die Rentnerinnen, die Beschäftigten, die Erwerbslosen? Junge Väter und Mütter. Das ist genau die Frage und deswegen sagen wir als Linke, uns ist vor allen Dingen wichtig, wenn es zu einem Schuldenschnitt kommt und am Ende öffentliche Gläubiger die Zeche bezahlen müssen, dass das an Bedingungen geknüpft ist. Und zu diesen Bedingungen gehört für uns zum einen eine couragierte Besteuerung von Reichtum, um die entgangenen Einnahmen zu kompensieren. Auch natürlich eine Besteuerung von Rieseneinkommen auf Spekulationsgewinne. Zu den Bedingungen gehört zweitens, dass die eigene Einnahmebasis deutlich verbessert wird und das heißt eben, es muss einen Kampf gegen Steuerflucht, gegen Kapitalflucht geben und drittens, finden wir, muss es für den Schuldenschnitt die Bedingung geben, dass keine weiteren Sozialkürzungen, keine weiteren Kürzungsprogramme aufgelegt werden, denn genau diese verschärfen die Krise, anstatt Wege aus der Krise aufzuzeigen. Vielen Dank.